restaurant in Queenstown, 42nd Stanley Street. And the waitress coming over and brings a pen to write some lyrics on a sheet. Das ist ein Künstlername und ein Nachname. Der Nachname eines kleinen jungen Mannes, der in Spork geboren worden ist, vor 40, 42 Jahren. Und der seinen Nachnamen dann irgendwann zum Künstlernamen gemacht hat. Der Spitzname war immer Lou. Und dann kam irgendwann die Idee, aus dem Spitznamen auch einen Künstlernamen zu machen. Ein Musiker, ein Vollblutmusiker. Kleiner Lou wollte als kleiner Junge immer Musiker werden. Und natürlich sagen die Eltern, Musiker, uiuiui, brotlose Kunst. Mein Papa war Lehrer und war auch Musiklehrer und hat mir dann angeboten, dass ich Kirchenorgel lernen darf oder Trompete. Und das war beides nicht so meins. Ich hätte gerne Schlagzeug gelernt und habe dann aber irgendwann resigniert und habe gesagt, nee, also entweder Schlagzeug oder gar nichts. Aber der eigentliche Wunsch des Künstlers und des kleinen Lus, des kleinen Markus, war früher schon singen. Ich wollte immer singen. Ich habe nach einem ziemlich krummen Schulweg eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und habe auch 6 Jahre in dem Job gearbeitet und hatte dann irgendwann echt die Schnauze voll, wie man so schön sagt. Aber eine Menge Angst, den Job an den Nagel zu hängen. Das kennen wir alle, Sicherheit. Aber ich habe es dann getan und habe dann in Holland Musik studiert. Bin meinem Herzen gefolgt. Dann lebt man von den Auftritten, die man sich über die Jahre so aufgebaut hat. Fängt natürlich an bei Familienauftritten, Geburtstage und so weiter. Geht dann weiter zu Firmenauftritten, viele Events, wo schöne akustische Musik gefragt ist. Und natürlich auch Hochzeiten, was mir immer noch eine Menge Spaß macht. Und ganz vorne liegen natürlich die eigenen Konzerte. Und das ist ein Highlight, wenn man dann zwischen 50 und 100 Leuten vor der Nase hat, die einem zuhören wollen. Oder auch mal 600, 700. Das ist natürlich dann ein Traum. Ja. Also die Leute, die mit mir zusammen studiert haben, unterrichten heute alle. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube, ich bin nicht der beste Lehrer ich möchte auf der Bühne stehen. Also lasse ich das Unterrichten mal sein und trete seitdem einfach viel auf. Und zugute kommt mir, dass ich vorher den Job des Kaufmanns gelernt habe. Dann kann man sich ganz gut verkaufen. Wenn man dann noch ein bisschen Qualität abliefert, dann kann es auch so gehen. Der Durchbruch ist natürlich das, was wo alle immer nachfragen, warum gehst du nicht zu einer Castingshow, warum hört man von dir nicht im Radio? Und ein lieber Freund von mir hat mal den Satz gesagt, wenn man das wirklich will, dann schafft man das auch. Hör auf dein Herz, geh deinen Weg und bleib bei dir im Jetzt und hier. Aber jetzt ist auch der Punkt, wo ich sage, ich möchte auch mal einen Schritt aus Bocholt und der Umgebung weiter raus und auch größere Konzerte außerhalb spielen und mit der eigenen Musik mir einfach einen Namen machen. Und da ist viel Arbeit und viel Fleiß und auch viel Geduld gefragt. Da muss man wirklich Klinken putzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst wenn man 5 CDs gemacht hat, die viele begeisterte Zuhörer gefunden haben und ich schon viel live gespielt habe und auch, also ich habe das Gefühl, es kommt gut an, kommt auch sehr gut an. Dann darf man trotzdem noch in fremden Städten, darf man sich vorstellen, hallo, ich bin der Lou. Ich würde gerne mal bei euch im Saal spielen. Ja, kommt dann. Ja, müssen wir mal gucken. Und dann kommt man auch dreimal und beim vierten Mal darf man dann mal da spielen. Dann sitzen da 10 Leute. Naja, und dann denkt man, Mist. Dafür habe ich es nicht gemacht, aber wenn man dranbleibt, kommen beim nächsten Mal auch 30, 40, 50 oder auch 100. Ich glaube, ein Künstler, so wie die Jungs früher, Cat Stevens, Bob Dylan, die hatten was zu erzählen und die sind dadurch Künstler geworden und bekannt geworden, dass sie authentisch waren und dass sie einfach ihrem Herzen gefolgt sind. Also der Musikmarkt stöhnt ja, hat ja erst gestöhnt, von wegen die Absatzzahlen sinken, CD-Verkäufe sinken. Wenn man heute den Markt als Musiker natürlich mitnimmt in Sachen Downloads, muss man natürlich viele, viele Downloads haben, aber man hat natürlich die Möglichkeit,
in Argentinien, in Portugal, in Asien überall gehört zu werden mit zwei Mausklicks. Ja. Und das natürlich auch, wenn man dann gut ist, kann natürlich auch sein, dass man auf einmal einen Hype irgendwo am anderen Ende der Welt bekommt. Winnie Behmann ist für mich ein Phänomen. Erstens auch authentisch. Es ist für mich, ich meine, wenn er in einer Castingshow gewesen wäre, hätte er vermutlich auch gewonnen. Aber er lebt dadurch, dass er so authentisch ist, eine tolle Stimme hat, ein sympathischer Kerl ist und die Füße auf dem Boden lässt. Und ich mag Winnie total, er ist ein klasse Kerl und er hat eine zauberhafte Stimme. Ja. Ich hab schon überlegt, ob ich mir einen LKW kaufe, aber ich glaube, die Geschichte ist schon abgegrast. I'll show you the color of my love for you. It's not black and white, my love is red, not blue. The color of my